Moin, mein du kleiner Racker und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Y in der Nuzlocke Edition. Wir haben beim letzten Mal, ist jetzt schon wieder ein bisschen her, ich erkläre auch gleich nochmal warum, noch ein, zwei Verluste gehabt und ja, ich zeige euch das Team jetzt ganz kurz, wie es jetzt aussieht und dann werden wir gleich noch ein paar Items verteilen und ja, so sieht es aktuell aus. Wir haben Hanselva, Kaitos, Kakarot, Ryluka. Die gute Lotti und Eldorado, ich habe alle auf Level 60 gebracht, weil Siegelstraße zieht nochmal ein bisschen an mit dem Level. Und da dachte ich mir, 60 sieht ganz fresh aus. Ja, warum kam jetzt so lange wieder nichts? Die meisten oder einige haben es auf jeden Fall mitgekriegt. Ach, ich habe mir die Überreste noch geholt auf Route 12, glaube ich. Ja, ich glaube Route 12 war das. War hinter dem Zerschneiderbäumchen. Ja, die Überreste geben wir jetzt einfach mal dir. Ich habe keine Ahnung, ob das gut ist. Ja, warum kam jetzt so lange nichts? Und zwar bin ich umgezogen, also in eine andere Wohnung und da war alles ein bisschen stressy-messy und da dachte ich mir, oder da ging es halt nicht, da konnte ich halt nicht richtig aufnehmen, konnte nichts machen. Mein PC war ja auch abgebaut und war mal hier und mal da, sag ich mal. Und dann brauchte ich erstmal wieder Internet, um jetzt wieder was hochladen zu können. Das war nämlich auch noch so eine Sache mit dem Internet, die war nämlich nicht... Also das Internet war nicht die ganze Zeit da, beziehungsweise musste ich jetzt 1,5 Wochen darauf warten. Sonst hätte ich schon vor 1,5 Wochen was hochladen können, aber es ging nicht. Also blöd. So ist das. Naja, auf jeden Fall jetzt hier eine Premierenaufnahme, die ihr seht. Und zwar zum ersten Mal aus der neuen Wohnung. Zum ersten Mal nach dem Release von Pokémon Schwert und Schild. Und natürlich auch zum ersten Mal mit dem neuen Internet hochgeladen, das Video, was ihr hier seht. Und das ist natürlich ganz toll. So, wir werden jetzt hier in die Siegelstraße hineinwandern. Ja, was wollte ich... Irgendwas wollte ich noch sagen. Ich weiß aber gerade nicht genau, was. Da bin ich mir höchst unschlüssig. Ja, auf jeden Fall werden es jetzt durchhasseln natürlich. Ne? Es ist jetzt noch Siegelstraße, Pokémon-Liga. Danach haben wir es ja theoretisch geschafft. Und das werden wir durchhasseln. Und wir können jetzt in dieser Folge ein bisschen entspannt mal... auf entspannter Basis über den Kanal an sich reden, was da so in Zukunft passieren wird. Ich bin zwar noch nicht hundertprozentig schlüssig, wir können hier auch noch ein Pokémon drin fangen, das werden wir so gleich machen, aber erst kämpfen wir gegen dieses gute Mädel hier. Ja, was mit dem Kanal in Zukunft passieren wird, wie gesagt, ich bin noch nicht hundertprozentig, also selbst noch nicht so richtig schlüssig, was jetzt genau abgehen wird. Was war denn die Bunne? Hatten wir eine Kampfattacke? Mir ist so, als hätten wir Steigerungshieb, aber... Mal gucken, war. Ist auch auf Level 60, also passt das sehr gut, was ich gemacht habe. Das ist schön. Ice Heap kommt. Macht guten Schaden, aber passt schon. Steigerungsheap macht auch dafür guten Schaden. Ein freudiges Ereignis. Ja, okay, keine Ahnung. Ja, wie gesagt, wo es mit dem Kanal genau hingeht, keine Ahnung. Ich bin mir unschlüssig, bin mir unsicher. Auf jeden Fall soll es in Richtung... regelmäßiger Content gehen, aber keine klassischen Let's Plays mehr, so wie das jetzt hier. Das wird es wahrscheinlich nicht mehr geben in Zukunft. Warum, wieso, weshalb? Schlichtweg, weil ich mich dagegen entscheide. Weil ich einfach Bock auf Content der anderen Art habe. Und das wird nicht jedem gefallen, denke ich. Aber das muss auch nicht jedem gefallen, sage ich mal. Ja... Es wird immer noch Gaming geben, selbstverständlich, aber keine Let's Plays mehr in so einer, diese normale Art und Weise, wenn du verstehst, was ich meine. So, ja, wir können hier ein Pokémon fangen, aber ich weiß nicht. So, wieso haben wir eigentlich Hanselva von, weiß ich nicht. Und es soll natürlich ein bisschen mehr Abwechslung reinkommen. Da sehe ich allein schon abwechslungstechnisch, dass aktuell ja fast ausschließlich Pokémon kommt. Ich hatte zwischendurch mal Underlords hochgeladen. Ich hatte zwischendurch mal, keine Ahnung, dies, das halt hochgeladen. Aber immer nur mal so ein Video oder so. Und das ist natürlich schon wack. Und ich wollte nie ein reiner Pokémon-Kanal sein. Und ich möchte auch in Zukunft kein reiner Pokémon-Kanal sein. Deswegen, ich mich dazu entscheide... diverseren Content hochzuladen. Das sei auch schon mal gesagt. Also, vielleicht ist da was für euch dabei und falls nicht, dann tut es mir sehr leid. Aber ich sag mal, dann ist das eben so. Ich gehe noch einmal auf... Alter, Wutanfall einfach. Wie viel Schaden macht der so? Geht. Wir sind leider langsamer. Das ist ein bisschen blöd.
So, die Rückkehr müsste dann jetzt aber ausreichend sein. Der Wutanfall sollte noch nicht killen. Außer es ist ein Crit. Passt. Ja, es wird immer noch Pokémon geben, natürlich. Immer. Es wird immer noch Pokémon geben, auch in Zukunft. Ich werde Schild-Content bringen, auf jeden Fall. Uff. Elektroball. Ich werde Pokémon Schwert-Schild-Content bringen, definitiv. Das ist eine Sache, die ist mir wichtig. Ich switche mal lieber aus. Aber, und es wird natürlich wahrscheinlich auch noch andere Pokémon-Content kommen. Ich weiß ja nicht, wie es genau mit dem CP aussieht in Schwert und Schild. Habe ich ja noch gar keine Ahnung. Lichtschild erstmal. Fein machst du das. Ganz toll, Alter. Ganz toll. Mach überhaupt keinen Schaden mehr. Dann drücke ich auf Toxin, Alter. Hier, Toxin, let's go. Donner geht daneben, finde ich gut. Toxin trifft, finde ich auch gut. Und dann stornen wir den Jungen einfach aus, gar kein Problem. Baba! Gigasauger. Macht Giftschock eigentlich mehr Schaden, wenn das Tier vergiftet ist? Kann gut sein. Der Schaden ist ja süß. Ich könnte das gleich mal ausprobieren mit dem Giftschock. Der könnte dann vielleicht sogar schon reichen. Na, mit dem Gift zusammen, maybe, ja. So, Giftschock, let's go. Müsst du wählen? Ah, senkt mein Spezialangriff, glaube ich, ne? Oder? Das ist natürlich ein bisschen blöd. Nee. Nee. Macht jetzt auch nicht wirklich viel Schaden. Und ich gehe nochmal auf eine Synthese. Kreideschrei, okay. So, ja. Es wird immer noch Pokémon-Content geben, wie ich gerade schon angeführt habe, aber es wird auch sehr viel anderen Stuff geben. So möchte ich auf jeden Fall... Möchte ich das schon sagen, was so alles kommen soll? Ja, keine Ahnung. Ihr werdet es ja sehen. Früher oder später werdet ihr es sehen. Und dann halt eher sehr stark geschnitten. In welcher Art und Weise das sein wird, schaut euch gerne mal Raft an, was ich damals hochgeladen habe. Und da, so in der Art soll das dann schon werden. So, guckt euch einfach mal die letzten Folgen von Raft an. Alter, macht das noch 200? Das macht noch 200 KP einfach. Schaut euch mal die letzten Folgen von Raft so an. So, weiß ich nicht, Folge 7, 8 oder sowas war das, glaube ich. Schaut es euch gerne an und dann werdet ihr wissen, welchen Stil ich meine. So, wir können immer noch ein Pokémon fangen. Das dürfen wir natürlich auch nicht vernachlässigen. Den tun wir dann mal nach vorne. Ich habe irgendwie keinen Bock auf Hanselva aktuell. Machen wir mal Kaitos nach vorne. Da habe ich schon mehr Bock drauf. Na, komm, hier kommt eine. Wir nehmen das Training natürlich mit. Komm. Den Kampftyp habe ich jetzt eben ausgelassen, aber den nehmen wir jetzt mit hier. Und mal gucken, ob wir noch irgendwie ein Pokémon finden. In der Höhle ist Kreins aufgetaucht aus irgendeinem Grund. Maxax. Uff. Noch ausgerechnet, Alter. Ich meine, der wird uns nicht killen, glaube ich, obwohl so ein Wutanfall schon hart ist. Vielleicht hat er keinen Wutanfall, weil er hat nur Drachenklaue. Kann da aber auch nichts reinschicken. Ich glaube, ich bleibe in Kaitos einfach drin. Kommt eh nur Schlitzer, ist okay. Der ist fein für mich, kriegt noch Beulenhelmschaden, Drachenklaue ins Gesicht, RIP. Gar kein Problem. Ja, sehr schön. Und dann gucken wir mal. Gibt's ja in den Bäumen? Nee, das war hier noch nicht so, ne? Das kam erst in Sonne und Mond, glaube ich. Aber hier geht's wieder rein, aber hier gibt es doch bestimmt noch. Gibt's hier ein Item? Nee, Alter, kein Item für dich, du Spast. Und natürlich möchte ich auch sehr, sehr gern mehr mit anderen Leuten machen, das ist ja auch klar. Ich gucke da in Richtung Flo zum Beispiel. Aber eben auch andere Leute, mit denen ich vorher gar nicht so viel machen konnte oder gar nichts machen konnte, aus Zeitgründen. Oh Gott. Warte mal, hä? Muss ich erst hier rumlaufen? I guess. Hier haben wir noch so einen Psycho-Dude. Den nehmen wir mit. Ja. Und ich hoffe, dass die Zukunft rosig wird in dem Sinne. Hoffen wir einfach mal was. Hoffen wir einfach mal. So, gegen Psyana sollten wir eigentlich mit unserem Knirscher ganz gut dastehen. Denn wir haben ja Titankäfer noch als Fähigkeit. Und damit sollte das Böse. Aua, Mann. Alter. Ripsch. Ciao, Psyana. Ich mag dich zwar ganz gern, aber ciao.
Und das war's. Ist natürlich gut, dann auf Seher zu gehen und gar keinen Schaden zu machen. Professional. Oh, das wird unser Encounter sein, falls wir es noch nicht haben. Shadrago. Okay, krass. Shadrago ist okay. Ist ein ganz netter Encounter. Haben wir Flottbälle? Mir ist so als ja. Ja, haben wir. Dann versuchen wir den Bäumer zu fangen. Mit unserem guten alten Flottball. Die Animation ist wahrlich unbeeindruckend von den Pokébällen. Wahrlich unbeeindruckt. Achso, und eine Sache habe ich vergessen zu erwähnen, und zwar die gute Anne Krone hat geschrieben in einem Kommentar, dass sie mir Mitte des Projekts schon mal geschrieben hat, dass sie auch gerne ein Pokémon wäre. Und das habe ich anscheinend irgendwie übersehen oder vergessen einzutragen oder so. Keine Ahnung, es tut mir super, super leid. Deswegen bist du jetzt direkt das nächste Pokémon. Und ich hoffe, Shadrago gefällt dir. Es erwärmt seinen Körper, indem es mit den Flügeln das Sonnenlicht einfängt, kühlt seinen Körper ab, erstarrt es. RIP. Aber das ist bei Frauen ja ähnlich, deswegen ist es gar kein Problem, wenn man das Ganze... Und es ist sogar ein Weibchen, wenn man das Ganze hier jetzt... Das waren sehr viele N. Anne Krone nennen. Ich hoffe, Anne Krone ist in Ordnung. So. Sauber. Dann haben wir nochmal einen Ersatzdrachen. Ist so schön. Schön und gut. Ah ja, wir haben nichts, was stärker kann. Ach, das ist doch albern. Als ob man hier drin diese behinderten VMs noch braucht. Also ich muss sagen... Huch. Was passiert? Ich muss sagen, VMs ist ja alles schön und gut, dass man das früher so... Kann ich das nicht sortieren irgendwie? Meine Güte. Numerisch. Dass man das früher halt so hatte... Den TMs, das finde ich in Ordnung grundsätzlich. Was ich nicht in Ordnung finde, ist, dass man jetzt nochmal so im so späten Spielverlauf dazu genötigt wird, seinen Pokémon diesen Mist beizubringen. Ganz ehrlich. Hier haben wir schon Zertrümmerer drauf. Dann tun wir Zertrümmerer jetzt weg, weil, ja, ist halt Bullshit. Und den Kampf haben wir ja mit Aurasphäre eh. Deswegen... Die Frage ist jetzt, wir müssen das schon in diese Richtung schieben, ne? Weil da ist ja das Loch. Und unser Encounter haben wir ja jetzt auch schon inzwischen, deswegen passt das. Ein Doppelkampf, ja. Oh, Schlorp hätte es auch gegeben. Ich mag Schlorp ganz gern. Aber ich glaube, mit Shadrago sind wir auch nicht so schlecht dabei. Das passt schon. Und wir gehen in diesen wunderprächtigen Doppelkampf und gucken mal, was uns erwartet. So, ich rühre da mal mein Cappuccino nebenbei um. Da habe ich mir hier fresh gemaked. Und werde dann gleich mal einen Schluck slurpen, sei mein. Oh, Zweikampf-Pokémon, Alter. Und ich habe so viele Kampfschwächen im Team. Ich glaube, mit dir bleibe ich erstmal drin, weil du super tanky bist. Warte mal. Was können wir da machen? Wir könnten Knirscher auf Meditalis, macht keinen Sinn, glaube ich. Wir könnten Erdbeben drücken und dann Dings reinschicken. Ja, ich glaube, das ist eine ganz okaye Möglichkeit. Wir drücken einmal Erdbeben und du kommst raus und du kommst rein. So. Hm. Ist schon trinkbar, finde ich gut. So, es kommt eine Psychoklinge. Leider aber... Das falsche Pokémon. Wäre schön gewesen, wenn es auf Überltal gegangen wäre, aber ja, kann man nichts machen. Meditalis stirbt direkt am Erdbeben, das ist interessant. Kommt auch nicht mehr zum Angriff. Okay, dann machen wir nochmal hier dies, das und Unheil schwingen. Vielleicht noch ein paar KP zurück, die wir gar nicht verloren haben, glaube ich. Der Attack ist unfassbar laut, oder? Kann man das gerade nur so vor? Bruder, muss dringend los. Okay. Und Kallus erreicht Level 61. Ist fein. Nochmal super auf den Angriff rauf. Ist in Ordnung für mich. Und auch Hans Helver. Nochmal schön ein Level up. Okay, Krips und Muckis haben nicht geholfen. Warte mal. Da gibt's doch bestimmt irgendwas. Ein Ausgang. Hallo. Hier gibt's einen Ausgang einfach und ein Sonderbonbon. Okay. Kann man machen. Brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber kann man machen. Haben wir Schutz? Haben wir Schutz? Es sind zwar jetzt nicht viele Pokémon aufgetaucht tatsächlich, aber es muss ja auch nicht wirklich sein.
Hypertrank, Supertrank. Ja, wir könnten nochmal einen Supertrank hier ins Gesicht drücken. Und gucken, ob wir Superschutz sind. Nice. Da hat jemand mitgedacht beim Shoppen. Ist stark. Okay, dann über die Brücke. Dann geht es wahrscheinlich da hochwärts. Und hier gibt es bestimmt nichts. Interessant. Und hier geht's raus. Okay, sind wir jetzt schon durch? Ne, ich glaube, die Siegestraße war echt lang. Aber okay, dann machen wir das kleine Mädchen hier noch eben platt. Das soll ja nicht das... nicht das große Problem sein. Hoffe ich. Azumere ist natürlich schon... ist schon eine Nummer. Vor allem gleich doppelt im Typenvorteil. Ich glaube nicht, dass ich da drin bleiben will. Aber die gute Lotti sollte alles gut abkönnen. Eigentlich. Und hart zurückschlagen. Also da bin ich guter Dinge. Oh, Walzer, ja. Stimmt. Das Mistvieh setzt ja gern Walzer ein. Ich gehe auf Gigasauger und wir sind schneller. Und das Ding hält nichts aus. Das ist interessant. Er ist natürlich jetzt im Walzer gelockt. Aber ich glaube, wir sparen uns die AP von Dings ein bisschen. Und das ist ja auch sehr effektiv. Also das passt schon. Das passt schon. Das passt schon. Was kommt jetzt noch? Oh, Florges. Okay. Da können wir natürlich erstmal Giftschock spielen. Aber ob das viel Schaden macht, ich glaube fast nicht. Nebelfeld. Zum Glück bin ich nicht auf Toxin gegangen. Nur so, by the way. Weil Toxin echt hilfreich wäre dagegen. Oh, wobei, das macht guten Schaden. Insane. Blitz. Blitz. What the fuck? Okay. Gut, wir treffen trotzdem. Das finde ich gut. Finde ich gut. Okay, Ripflorges. Und dann haben wir sie besiegt. Schön. Da freue ich mich aber, Bruder. Ja, Zertrümmerer haben wir natürlich jetzt nicht mehr. Brauchen wir aber auch nicht zwingend. Wir gehen hier durch. Oh, warte mal, heilst du? Ja, krass. Okay. Finde ich gut. Ein paar Trainer lassen wir aus. Ich bin ehrlich. Ich muss das jetzt nicht extra noch... What the fuck? Panzer Aeron? What the fuck? Ja, ich flüchte dann mal davor. Ich bin ehrlich, ich muss jetzt nicht noch jeden einzelnen Trainer mitnehmen und das Ganze in die Länge ziehen. Ich bin froh, wenn wir es durchgespielt haben, denn das läuft jetzt seit über einem Jahr, das Projekt. Vielen, vielen Dank an der Stelle nochmal für all die Leute, die so extrem hartnäckig dabei bleiben. Finde ich super. Und das Ganze hier schon seit Folge 1 quasi verfolgen. Fredelius hat sich einzig für Team Flair entschieden. Ich habe das erste, glaube ich, weggeklickt. Wir haben uns alle für die anderen entschieden. Unsere jeweiligen Standpunkte haben unsere Handlungen bestimmt, aber keiner kann sagen, wer letztlich im Recht war. Deswegen denke ich, wenn beide Seiten etwas zu sagen haben, wäre es dann nicht am besten, aufeinander zuzugehen und einen Kompromiss zu finden? Ich habe eine Entscheidung gefällt. Von nun an werde ich nicht mehr nur kämpfen, um zu gewinnen, sondern auch auf die Ansichten und Gefühle von dir und deinem Pokémon-Team achten. In diesem Sinne, lass uns kämpfen. Uff, ich möchte das vielleicht gar nicht. Vielleicht hatte ich gerade gar kein Bedürfnis, gegen dich zu kämpfen, aber Psyauron ist in Ordnung. Psyau! Und? Denn wir haben da einen wirklich, wirklich brutal heftigen Knirscher in dein Gesicht. Okay, Mogelhieb. Ah, der Bollenhelm, Bruder, muss dringend los. Jetzt kommt die Psychokinese und die wird auch Schaden machen. Es geht. Es kommt der Knirscher und der wird Schaden machen. Ja, der reicht sogar aus. Da bin ich ja ganz froh. So, und Quajutsu kommen. Ja, Quajutsu ist auch wieder so ein Pokémon, mit dem ich nicht einverstanden bin. Aber wir könnten zumindest... Ja, gute Lotti sollte eigentlich auch wieder ganz gut sein, ne? Sollte wieder ganz in Ordnung sein. Unlicht ist zwar scheiße... Also trifft nur... Eis. Wieso? Du bist ein Wasser-Pokémon, weißt? Ganz ehrlich, warum gehst du auf Eisstrahl? Weil es sehr effektiv gegen Kaitos gewesen wäre. Wasser nicht. Ich vergesse immer, dass sie ein Drache ist. Mann!
Ja, Mann, das ist doch schon wieder Kacke. Mal Real Talk. So, dann gehe ich halt auf dich raus, gucken, was jetzt passiert. Wird wahrscheinlich auf Eisstrahl bleiben. Ja, keine Ahnung, was ich da jetzt machen soll. Er macht hier aber nicht so viel Schaden, das finde ich gut. Und wir können auf einen Steigerungshieb gehen. Oder aber auf eine Rückkehr direkt. Ich glaube, die Rückkehr macht wahrscheinlich mehr Sinn. Jetzt kommt die Fensteraura, die macht mehr Schaden. Kann flinchen, tut sie aber aktuell nicht. Das, warte mal, wenn wir jetzt heilen und er zweimal Fensteraura drücken kann, soll das immer noch nicht killen. Oder wir wechseln jetzt auf irgendwas, das die Fensteraura gut ab kann. Wie zum Beispiel Kakarott. Und dann sollte der Eisstrahl ja... Und vielleicht sind wir auch schneller. Eine Prio haben wir natürlich nicht, ne? Dann mal Attacken. Stärke gibt die Schaufler Aurasphäre. Oder wir heilen einmal. Ich glaube, wir heilen einmal. 200 KP heilst du noch, dann nehmen wir dich. Let's go. Hypertranka. Und Finsteraura. Okay. So, die macht jetzt wie viel? 190 macht die. Das ist in Ordnung. Ich hoffe, er hat jetzt nichts Stärkeres. Hydropumpe oder so wird killen. Das wird killen. Ich gehe auf Steigerungshieb. Er bleibt auf Finsteraura. Ich weiß nicht, warum jetzt Steigerungshieb, aber... Nochmal heilen dürfen wir ja ohnehin nicht. Aber das sollte ja auch ihr stärkstes Pokémon gewesen sein. Altaria ist natürlich auch nochmal eine Nummer. Ah, Altaria. Hm, wir könnten auf Eldorado gehen. Hast du keine Belebekraft? Wahrscheinlich nicht. Eldorado. Du bist jetzt Dracheflug, ne? Ein Ice-Move wäre halt richtig geil. Haben wir aber nicht. Drachen-Move wäre in Ordnung. Es wird nicht mega Altaria sein, oder? Ich gehe auf Eldorado, I guess. Und versuche da irgendwie durchzubreaken. Ich glaube zwar nicht, dass das so gut klappen wird. Es kommt auch direkt ein Drachenpuls. Wie viel Schaden macht der so? Nicht viel. Mit den Überresten zusammen quasi nichts. Gut. Und wir haben eigentlich nur die Psychokinese, um hier Druck zu machen. Donnerblitz könnte Paran. Psychokinese kann, glaube ich, Spezialverteidigung senken. Das ist besser. Wir werden nicht viel Schaden machen. Ja, 25%, vielleicht 30%. Ist aber in Ordnung. Vertrauenssache, warte mal. Senkt das unseren Spezialangriff jetzt? Natürlich. Aber Unbeugsamkeit steigert ihn wieder. Wir sind auf plus 1. Und dann mit einem Crit killt das direkt. Nice. Wieso, ey? Mobitest hier aktuell. OP. Einfach OP. Absol. Ungünstig. Da haben wir auch nicht wirklich was dagegen, aber da können wir auf Ryluka easy. Ich glaube, Absol kann nicht viel gegen Weltheim machen. Nachthieb ohnehin nicht. Okay. Wir haben zwar jetzt auch nichts Krasses, aber wir können einmal auf Unheilschwingen gehen. Das sollte massiven Schaden machen. Und wir sind schneller. Und wir heilen uns so. Und zwar eine ganze Menge. Schwertanz nützt dir natürlich jetzt nicht mehr so viel. Noch einmal Unheilschwingen. Und dann let's go! Also Eis. Also wenn sowas wie Snibuna oder Quajutsu kommen, die können schon hart Druck machen. Die sind problematisch. Eis und, also, ja, vor allem Eis. Böses Ding. Unheilschwingen, let's go. Ich bleib einfach drin gegen Flamara. Was will das machen? Eis ist unfassbar sick gegen uns. Flammsturm. Uff. Das war's an Schaden? Krass. Da habe ich schon ein bisschen mehr Output von dem Flamara gerechnet. Aber okay. Dann sind wir halt wieder voll. Da 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 da. Oh.
Zu dumm. Und wieder konnte ich dich nicht besiegen. Naja, aber dir habe ich es ja überhaupt erst zu verdanken, dass ich so stark geworden bin. Wie dem auch sei, unsere Reise geht auf jeden Fall noch weiter. Ja, das tut sie. Aber du wirst nie eine Chance haben. Ich kann nicht genau sagen, worin, aber du und ich, wir ähneln uns. Das ist auch der Grund, warum ich nicht gegen dich verlieren wollte. Aber das heißt schließlich auch, dass wir viel gemeinsam haben. Ich bin wirklich sehr froh, dass wir Freunde sind. Danke für die Top-Beleber, übel nice von dir. Meine Pokémon-Team und ich, wir erneuern unsere Rivalität mit dir. Und ich wünsche mir, dass du als mein Rivale immer stärker und stärker wirst. Natürlich werden meine Pokémon und ich auch stärker. Ich schätze, dass ich lernen sollte, die Kraft aus der Verbindung zwischen mir und ihnen zu ziehen. So wie du es eben tust. In diesem Sinne, gib alles. Ich bin sicher, dir wird es gelingen, die Pokémon-Liga zu meistern. Easy, Brudi. Können wir nochmal heilen zu der Aalen hier? Guck mal hier, die Aale steht doch hier. Oh ja, gib mir. Piep, piep, piep. Gib mir hart. Du alte Uschi. Nichts reimt sich auf Uschi. Nochmal nicht einsetzen. Ich glaube, das ist aktuell nicht nötig. Na, jetzt gehen wir natürlich in die Höhle rein, klar. Dann ist es ja doch wieder nötig. Ich war mir nicht sicher, wie lange wir noch draußen rumlaufen und wie lange wir drin sind. Aber die Siegelstraße sollte ja auch nicht mehr so sehr lang sein, denke ich. Hier geht es noch irgendwo lang. Don't know. Was ist das hier? Was ist das? Warum ist dies so? Da ist ein wildes Pokémon an der Decke. Aber ich habe doch Schutz aktiv. Ah ja, das ist cool. Hätte ich auch genommen. Boah, sollten wir noch ein paar Pokémon killen? Nur, damit wir halt... Ja, komm. Scheißegal. Flucht. Wir sind hoch genug im Level, hoffe ich, für die Top 4. Wenn wir sie verkacken, dann verkacken wir sie halt, Alter. Dann nehmen wir das hin wie ein Mann. Verstehst du? Da ist noch ein Trainer, aber ich glaube, da gibt es nichts weiter. Ich glaube, das hier ist der richtige Weg. Da geht's auf jeden Fall raus. Und gegen den Jungen müssen wir hier noch kämpfen. Mal gucken. Dum, dum, dum. Wer doch an Benjamin mit Bonnet. Das ist fein für mich. Weil ich denke, ich mit einem Knirscher hier ganz netten Schaden machen dürfte. Na, schon so. Und Fully Purba. Uff. Dagegen habe ich, glaube ich, nicht wirklich was. Drachenglaube, das Ding ist physisch-defensiv nicht so bad. Wir könnten also auf... Ja, komm. Wir tun es. Wir wechseln raus. Bam, 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 bam. Laubklinge! Ich. Macht unfassbar viel Schaden. Let's go! Unheilschwinge! Let's go! Ja, war schön mit dir für die Probe. Du bist ein cooles Mon, ich mag dich. Aber RIP. Und Karl ist auch echt der Witz 62. Na, guck mal einer an, Alter. So, geht's hier raus? Sind wir dann durch? Anscheinend nicht. Hier ist noch ein Malerboy. Hey, wie lang war diese Siegesstraße, bitte? Können wir hier... Als ob da immer Pokémon auftauchen. Und auch noch sowas wie Ibitak. Ibitak. What the fuck? Oh, einfach so Flucht. Alter, einfach so Flucht gescheitert. Mach nicht so viel Schaden, Mensch. Ich will fliehen. Ja, bringst dich halt eher selbst um. Ciao. So. Jetzt geht's hier wieder lang. Ja, ich möchte es erneut einsetzen. Jetzt müssen wir hier noch surfen und kaskadieren. Ach komm. Als ob man immer jede einzelne VM noch braucht. What the fuck? Was genau ist hier? Weiß keiner. Gab es da irgendwas Besonderes drin? Ja, boah, komm. Das ist echt ein bisschen ätzend. Und ich habe nichts dabei, was Kaskade lernen kann. Ach komm, als ob das jetzt notwendig ist. Als ob! Hä?
Das ist doch nicht real jetzt, oder? Uff. Okay, dann beende ich die Folge an der Stelle. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ich hole zwischenzeitlich dann nochmal das ein oder andere Pokémon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Lasst gerne ein Like da. Und ja, haut rein. Und...